So, und wenn wir das haben, dann können wir jetzt auch, ich hatte ja vorhin schon, als ich über ungelöste Probleme der Zahlentheorie gesprochen habe, so bestimmte Begriffe benutzt wie Primzahl, teilbar und so weiter. Und wir können uns jetzt diese Begriffe alle nochmal erarbeiten. Die meisten von Ihnen werden das schon kennen, aber es ist vielleicht ganz gut, das auch nochmal zu wiederholen und wirklich korrekt zu definieren. Also nochmal, diese Division hier kann ich immer durchführen. Ich kann immer diese Q und R tatsächlich ausrechnen. Und im gewissen Sinne ist es ja ein besonderer Fall, wenn diese Zahl R hier 0 ist. Wenn die Zahl R 0 ist, heißt das ja, dass das eine Stück in das andere genau reinpasst, eine bestimmte Anzahl von Malen. Und dass diese Zahl R gleich 0 ist, da gibt es auch einen besonderen Namen für. Man sagt dann, dass A durch B teilbar ist. Oder andersrum gesagt, man sagt, dass B ein Teiler von R ist. Also, wenn R gleich 0 gilt, dann sagt man, entweder sagt man, A ist durch B teilbar, oder man sagt, B teilt A. Oder man sagt manchmal auch, A ist Vielfaches von B. Also diese Gleichung hier oben, wo da stand, A ist gleich Q mal B plus R. Wenn das R 0 ist, das heißt, wenn das R gar nicht mehr dasteht, dann sieht das so aus. A ist gleich Q mal B. Das bedeutet, A ist durch B teilbar oder B teilt A oder A ist Vielfaches von B, sind alles nur unterschiedliche Wörter für die gleiche Sache. Mit anderen Worten, nochmal als mathematische Definition jetzt, so wird es auch im Skript stehen, A ist durch B teilbar nach Definition, wenn man eine ganze Zahl Q finden kann, sodass A gleich Q mal B ist. Ganze Zahl natürlich, ne? Sonst wäre jede Zahl durch jede teilbar. Also ich darf natürlich jetzt nicht sowas sagen. 5 ist durch 3 teilbar, das ist mein A, das ist mein B, weil das hier ja 5 Drittel mal 3 ist. Das heißt, mein Q ist hier 5 Drittel. Das geht natürlich nicht, weil dieses Q hier eine ganze Zahl sein muss. Und 5 Drittel ist keine ganze Zahl. Also nur wenn ich einen ganzzahligen Teiler finde, dann gilt A ist durch B teilbar. Das kann man auch auf andere Arten und Weisen formulieren, die alle gleichwertig sind. Also A ist durch B teilbar, kann man auch folgendermaßen formulieren, zum Beispiel die Division A durch B geht ohne Rest auf. Eine Möglichkeit, das zu sagen. Oder, das hatte ich da oben schon hingeschrieben, dass A ist ein ganzzahliges Vielfaches von B. Oder es gibt ein Q mit der Eigenschaft A gleich Q mal B, das was da oben steht. Es geht mir nochmal um dieses es gibt hier, um das nochmal klar zu machen. Ja, und das, was da oben steht. Also eigentlich etwas, was Sie kennen, aber zur Wiederholung vielleicht nochmal ganz gut. Und dafür gibt es auch eine Abkürzung, Schreibweise, Abkürzung. B teilt A schreibt man so hin. B teilt A. Oder, nee, nicht oder, sondern das ist die Abkürzung für B teilt A. Und das Gegenteil von dieser Aussage, also B teilt nicht A, schreibt man dann so hin, dass man diesen Strich durchteilt, durchstreicht. Also hier steht, das ist die Abkürzung für B teilt A. Und das hier ist die Abkürzung für B teilt A nicht. Jetzt nochmal wieder kurze Rekapitulation von der Logik aus dem letzten Semester. Dieses hier ist eine Abkürzung dafür,
es gibt irgendeine ganze Zahl, sodass a dass b multipliziert mit dieser Zahl a ist. Das bedeutet umgekehrt, dass diese Aussage hier bedeutet, egal mit welcher ganzen Zahl ich b multipliziere, es kommt niemals a raus. Ja, also in dieser relativ kurzen Zeichenfolge steckt eigentlich ganz schön viel drin. Und in dem Sinne ist es natürlich auch sinnvoll, bei negativen Zahlen von Teilbarkeit zu sprechen. Also ich kann zum Beispiel Folgendes jetzt, um mal ein paar Beispiele zu nennen. Ich kann hinschreiben, 3 teilt 18, weil 3 mal 6 18 ist. Oder ich kann hinschreiben, 7 teilt 35, weil 5 mal 7 35 ist. Und genauso gut kann ich natürlich auch hinschreiben, 10 teilt nicht 42, weil ich ja ausrechnen kann, 40 geteilt durch 10 ist 4 Rest 2, da ist der Rest also nicht 0, darum ist 10 kein Teiler von 42. Also hier stehen so ein paar Aussagen, achten Sie darauf, einige von denen sind durchgestrichen und die Frage ist jeweils, stimmt das oder nicht? Und das kreuzen Sie bitte mal kurz an. Vielleicht gehen wir die mal gemeinsam durch. Also bei den meisten sieht es ja ganz gut aus. Hier oben haben die meisten zu Recht gesagt, dass das richtig ist. 3 ist ein Teiler von 18, weil ja 6 mal 3 18 ist. 18 ist kein Teiler von 3, weil die 18 halt nicht in die 3 reinpasst sozusagen. Nicht mal einmal. Wie ist das mit minus 3 und 6? Da haben auch die meisten zu Recht gesagt, dass das tatsächlich stimmt. Da kommen jetzt die Vorzeichen ins Spiel. 2 mal minus 3 ist natürlich minus 6, aber minus 2 mal minus 3 ist ja 6. Und das bedeutet ja, achso, das gehört jetzt hier hin, das bedeutet ja, dass diese Zahl ein Teiler von der ist. Dass ich irgendeine ganze Zahl finden kann, sodass diese ganze Zahl mal diese Zahl das ergibt. Und darum ist das hier auch falsch, hier ist es ja durchgestrichen, minus 3 ist auch ein Teiler von minus 6, weil nämlich in diesem Fall ich die 2 nehmen kann. 2 mal minus 3 ist gleich minus 6. Also was Sie hier schon sehen, ist bei dieser Teilbarkeitsrelation ist das Vorzeichen eigentlich völlig egal. Ja? Wenn a b teilt, werden wir nachher nochmal aufschreiben, dann teilt a auch minus b und dann teilt auch minus a b und dann teilt auch minus a minus b. Können Sie also eigentlich gleich wieder vergessen, das Vorzeichen funktioniert immer. Hier auch das Ganze nochmal, 3 ist auch ein Teiler von minus 6. In diesem Fall würden Sie schreiben, minus 2 mal 3 gleich minus 6. Also das klappt immer. 42 ist ein Teiler von 42, weil 42 ja einmal 42 ist. Sie müssen ja irgendeine ganze Zahl finden, die Sie hier dahin schreiben können. Und 1 geht natürlich auch. Ist 1 ein Teiler von 7? Ja, 1 ist ein Teiler von 7. Wieder das gleiche Spielchen. Sie müssen irgendeinen Faktor finden, sodass dieser Faktor mal 1 7 ist. Naja, 7. Ne? 7 mal 1 ist 7. Also ist das ein Teiler. Aber 7 ist kein Teiler von 1. Wie oben mit der 18 und der 3, die 7 ist ja viel zu groß, die kriege ich ja in die 1 nicht rein. 0 mal 7 reicht nicht, ist zu wenig, 1 mal 7 ist schon zu viel. Also lande ich immer irgendwie daneben. So, und die letzte Sache, da haben erwartungsgemäß die meisten daneben gelegen, 10 ist ein Teiler von 0. Ich hatte ja extra gesagt, nach unserer Definition, das heißt, wir müssen hinschreiben, mit was muss ich die 10 mal nehmen, damit 0 rauskommt? Oder anders gefragt, kann ich irgendeine Zahl finden, sodass diese Zahl mal 10 0 ist? Und welche Zahl müsste das denn sein? 0. Also, nach unserer Definition gibt es so eine Zahl, das heißt, die 10 ist ein Teiler von der 0. Und was Sie damit natürlich sofort sehen ist, jede Zahl ist ein Teiler von der 0. Darum ist die 0 für die Zahlentheorie eine ziemlich langweilige Zahl. Wie ist denn das umgekehrt? Wenn ich mich frage, ist die 0 ein Teiler von der 10 oder von der 11 oder von der 100, was würden Sie da denn sagen? Ja? Ist es nicht, weil wenn ich mit irgendwas mal 0, ist ja immer 0, das heißt, ich will ja gar nicht auf die 10 kommen. Genau, hier stellt sich die Frage andersrum, kann ich irgendwas mit 0 multiplizieren,
sodass 10 rauskommt. Und das geht nun eben nicht, wie Sie schon sagten, wenn ich irgendwas mit 0 raus, wenn ich irgendwas mit 0 multipliziere, kommt immer 0 raus. Die einzige Zahl, die von der die 0 ein Teiler ist, ist die 0 selbst, weil 0 mal 0 0 ist. Aber ansonsten ist die 0, wie gesagt, total langweilig. Sie selbst wird von jeder Zahl geteilt, sie teilt aber keine anderen Zahlen. Die können wir eigentlich gleich wieder vergessen. Aber trotzdem wollen wir uns noch mal eine andere Frage angucken, die so ein bisschen verwandt ist, wo es auch um so, sagen wir mal, triviale Teilbarkeitsbeziehungen geht. Nämlich die hier. Wenn A irgendeine ganze Zahl ist, irgendeine, welche der folgenden Zahlen sind dann auf jeden Fall Teiler von A? Also ist die 1 ein Teiler von A, egal welche Zahl A ist? Ist minus 1 ein Teiler von A, egal welche Zahl A ist? Und so weiter. Die Antwort ist, all diese vier Zahlen sind Teiler von A. Können wir auch noch mal kurz hinschreiben. Die Frage ist ja immer, kann ich A rausbekommen? In allen vier Fällen. Hier war die Frage, irgendwas mal 1 ist A. Hier war die Frage, irgendwas mal minus 1 ist A. Hier war die Frage, irgendwas mal A ist A. Und hier war die Frage, irgendwas mal minus A ist A. Und ich glaube, das müsste eigentlich völlig klar sein, was da jeweils stehen muss. Wie komme ich hier auf A, wenn ich mit 1 multipliziere? Indem ich hier A hinschreibe. Wie komme ich hier auf A? Indem ich hier minus A hinschreibe. Wie komme ich hier auf A? Indem ich hier 1 hinschreibe. Und wie komme ich hier auf A? Indem ich hier minus 1 hinschreibe. Also in allen vier Fällen kann ich immer eine Zahl finden, sodass auf der rechten Seite A rauskommt. Das bedeutet, diese vier Zahlen hier sind immer Teiler von A, egal was für eine Zahl A ist. Das heißt, jede Zahl hat mindestens vier Teiler, oder? So gesehen eigentlich nur zwei, wenn Sie, weil Sie ja vorhin auch gesagt haben, dass wir die Vorzeichen außer Acht lassen. Okay, aber wenn ich die Vorzeichen jetzt mitzähle, habe ich immer, hat jede Zahl vier Teiler? Nee. Genau, die 1 nämlich nicht. Passen Sie auf, was Sie immer aufpassen bei den Mathematikern, weil die es ja immer ganz genau nehmen. Die 1 hat nämlich nur zwei Teiler, weil in diesem Fall a dasselbe wie 1 ist und minus 1 dasselbe wie minus a. Also die 1 hat nur zwei Teiler und die minus 1 hat auch nur zwei Teiler. Aber jede andere Zahl hat mindestens vier Teiler, nämlich die, die wir hier hingeschrieben haben. Das deswegen nochmal, weil wir ja gleich über Primzahlen reden wollen. Die kamen ja eben schon mal vor, als ich über die bekannten Probleme der Zahlentheorie sprach. Und Primzahlen sind ja Zahlen mit sehr wenigen Teilern. Und wenn ich dann darüber spreche, dass Primzahlen Zahlen mit sozusagen einer minimalen Anzahl von Teilern sind, dann muss ich mir erstmal überlegen, wie viele Teiler habe ich sowieso? Ja? Wie viele Teiler sind auch sowieso immer da? Und Sie sehen, vier Teiler gibt es immer. Oder wenn Sie nur die positiven Zahlen betrachten, dann würden Sie sagen, auf jeden Fall gibt es immer mindestens zwei Teiler. Das heißt, eine Primzahl ist eine Zahl, die, wie wir gleich sehen werden, die minimale Anzahl von Teilern hat. Nämlich 2. Weniger geht gar nicht.